Ja, willkommen zurück zur nächsten Aufnahme bzw. zum nächsten Orakel. Let's play FIFA 14. Energie Cottbus gegen VfL Bochum, das Spiel vom Freitagabend, ne? Und wir gucken uns die Aufstellung jetzt mal nur nicht so lange an, sondern gehen direkt ins Spiel. Bochum ja letztens mit einem, ja, soll man sagen, Erfolg. Mit einem Unentschieden gegen Lautern. Naja. Ob das jetzt ein Erfolg ist, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall konnten sich damit mal so ein bisschen, ne, weiß ich gar nicht, ob sie sich damit irgendwie befreit haben, positionsmäßig. Auf jeden Fall war Lautern, glaube ich, ziemlich überlegen, aber egal. Und jetzt rappelt es auch schon 1 zu 0 in der vierten Minute für FC Energie Cottbus durch Kruska. So, und weiter geht's. Ich habe jetzt übrigens auf Profi gestellt, nachdem sich Freddy eben beschwert hat. Halbprofi wäre zu easy. Gucken wir mal, wie sich das jetzt entwickelt auf Profi. Ja. Noch scheint es in Ordnung zu sein. Oh, das war der falsche Pass, aber er ist gut. Und 2 zu 0. Elfte Ja, gegen Minute. Bochum, wie schwer. Ja, aber klar. Gegen das stärkste Team der Welt. So, Torjubel. Wobei das Tor gar nicht, der Pass war eigentlich. Ich dachte, ich wollte eigentlich hier runterspielen, aber der hat den da so komisch durchgespielt, dass das eigentlich ein ganz netter Pass war, der gar nicht so geplant war. So, weiter geht es. Ist jetzt die Frage, was schwerer ist, gegen Bochum auf Profi oder gegen Union auf Halbprofi? Union ist definitiv stärker. Ja, aber irgendwas muss die Einstellung ausmachen, sonst bräuchte man ja die Einstellung nicht wirklich machen, sondern Ja, könnte zum einfach Beispiel ein stärkeres Team wählen. Geschwindigkeit und so, darüber regelt der FIFA. Ja, aber meinst du, dass Union auf Halbprofi stärker ist als Bochum auf Profi oder was? Nein. Das wäre ja die Frage, was, wie sich das dann einteilt. Weil wenn es eben mehr nach den Teams gehen würde, so bräuchte es ja die Einstellung fast gar nicht. Ach, abseits. Ja, toll. Bräuchte man die Einstellung ja fast gar nicht, aber okay, das ist ja dann. Wir werden es ja jetzt sehen, wie es läuft. Och, wie lange brauchen die eigentlich immer für die Abschläge da, die Torhüter? Sich die schnelle Führung jetzt hier irgendwie noch auszahlt hinterher oder ob es gleich wieder knapp wird. Wie beim letzten Mal. Bisher zaubern sie sich nur ganz gut dadurch, ey. Fischt er den mal eben mit der Hacke da raus. So. 3 zu 0. Mako Stiepermann. War er nicht mehr bei Dortmund? Name sagt mir irgendwie. Heißt der überhaupt Marco? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt mir der Name irgendwie was. So, weiter geht's. Ja, legt er sich den Ball zu weit vor. Im Dribbling. So. Komm, 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 komm. Hol ihn dir. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Immer schön da dranbleiben. Mal gucken, dass wir Bochum hier nicht zu sehr den Arsch versohlen. Mag ja eigentlich. Aber wir müssen das ja jetzt hier professionell durchziehen. Die Führung ist ja schon mal relativ komfortabel. Oh, das war aber ein dicker Schnitzer und 4 zu 0. Schulze in der 33. Minute.
Tropical Islands. Ja, als Werbung ist das dieses komische Schwimmbad in Berlin, ja, ne? Oh, oh, das war aber ein dicker Bock da hinten in der Abwehr vom Verteidiger. Gut, dass wir die gerade ein bisschen hochgestellt haben. Auf Profi. Wobei, wollen wir den Tag mal nicht vor dem Abend loben. Kann ja auch immer noch in die Hose gehen, aber 4-0 ist eigentlich schon mal relativ komfortabel. So. Ja, diese Einwürfe, ne? Das Baba ist now offline, ja. Ich weiß nicht, warum im Teil, wenn irgendwer offline ist. Würde viel mehr Sinn machen zu sagen, der ist online. Aber naja. Auch das soll uns mal jetzt nicht weiter stören. So, wie lange haben wir denn noch? 5 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. So, komm, komm, komm. Oh, jetzt wird er aber übermütig hier. Müssen wir mal kurz einen Riegel davor setzen. Ah, was war das? Ecke, ja. War mein Torwart wohl noch dran? Alter, bist du bescheuert. Oh, da sehe ich den fast selber da rein. Jetzt drehen sie aber auf hier. Die Bochumer. Spiel doch direkt zu Goal, ey. Dann dreht er sich erst noch 5 um die eigene Achse. Und jetzt muss er es irgendwie mit dem taktischen Foul ausbügeln, aber pfeift er gar nicht. Okay, Glück gehabt. So, und jetzt mal nochmal so ein Zauberbässchen hier vorne irgendwie hinbringen. Und Halbzeit. In Colonia. 4., 7., 23. und 32. Minute. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das kann so weitergehen. Und natürlich wieder weniger Ballbesitz, aber das ist eigentlich schon Standard bei mir. So. Gut. Dann gehen wir auch direkt, starten wir durch in die zweite Halbzeit, würde ich sagen. Und gucken, ob wir sich da noch ein bisschen was ausbauen lässt am Ergebnis. Oh, astrein Fehlpass gespielt, Kollege. Und noch ein hinterher, jawohl. Komm, ich kriege immer nicht den Spieler, den ich gerne hätte. Manchmal, das ist echt so. Dann drückst du 25 Mal und du kriegst immer einen anderen. Alter, willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt hier? Hallo? Irgendwas spackt hier gerade rum. Ich kann ja... Hä? Ah, jetzt. Konnte ich gerade kurzfristig irgendwie nicht mehr laufen. Warum auch immer. Alter, schubst du mich da weg, der Sack. Kann man auch mal pfeifen. Ja, immerhin Einwurf. So. Wo ist er? Ja, Einwurf, das Problem ist, Einwürfe bringen mir sowieso nichts. Geh doch mal den Ball entgegen, du Yogi, ey. Bleibt er da eine halbe Stunde stehen? Mein Gott. Und wieder ein Fehlpass. Was ist denn jetzt hier los? In der zweiten Halbzeit läuft aber auch gar nichts mehr zusammen. So, weiter geht's. Konzentriert euch mal wieder hier, ihr Deppen. Irgendwie haben die auf jeden Fall ein bisschen was an ihrer Abwehr hier rumzementiert. Ich glaube, das war Hand gerade von meinem Spieler. Haben wir Handspiel ausgestellt? Weiß ich gar nicht. Ach, ja. Oh, da war aber gerade mal ein bisschen schnell unterwegs, der Kollege hier. Komm, komm. Ja, da sieht man auch viel hier unten in dem Schatten, ey. Und Auswechslung bei Bochum. Chvilong gegen Bulut. Ja. Komm, 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 setz doch mal durch da. Tut er wirklich? Ah, dann kriegt er noch nicht mehr. Schade.
also echt noch so ein paar eklatante Abwehrschwächen da bei Bochum. Manchmal holen sich da echt einen ziemlichen Bock. Guck mal. Ach mein Gott, ey. Ich komm nicht mehr da durch, ey. Komm, steh auf. So. Ach, da lässt er den Ball liegen. Das war natürlich auch wunderbar für uns. Was macht der denn da? Online, offline, online, offline. Soll das mal lassen. Mein Gott, ey, ich komme nicht mehr dadurch. Das gibt's doch nicht. Wenn mich das gerade schon gewundert hat, wo er die Flanke noch hergeholt hat. So, was haben wir denn noch? 23 Minuten. Och, spielt er wieder zum Falschen. Das ist doch nicht wahr. Und wieder, ja, genau. Irgendwas ist doch hier völlig neben der Spur in der zweiten Halbzeit, die Jungs. Oh, ey, diese. Ist der Ball wieder liegen? Das gibt's nicht. Einwurf. Wollen wir mal gucken. Ach, jetzt wechseln die schon wieder. Zahirovic, Jölfsson. Na, jetzt konnte ich gar nicht lesen, so viele Namen wieder standen. Sind runtergegangen, glaube ich, die beiden. Nein, ey, da schubst er mich doch weg, der Sack. Hat der mich doch weggeschubst. Komm. Ach. Ja, eben haben sie sich ein paar Mal schön durchgesetzt im Strafraum und jetzt kriegen sie es nicht mehr geschissen. Oh, was ist jetzt passiert? Hä? Ach, Abpfiff. Nee. Hä? Ach, ist mein Spieler verletzt. Ach so. Bukasanogo ist Achillessehnenriss. Oh, lecker. Wen haben wir denn da noch als Stürmer? Wo sind denn die Stürmer? Mittelstürmer. Jendrisek. Den nehmen wir doch. So. Fortsetzen. Hat es ihn gerade zerrissen. Oh, ja, aber er läuft erstmal noch fleißig rund vom Feld mit seinem Achillessehnenriss. Ja, spiele ich bald zurück. Was für ein. Ja. Komm, jetzt. Ein Tor müssen wir noch machen in der zweiten Halbzeit. Es kann doch nicht sein, dass er hier. Das in der ersten Halbzeit so gut lief und jetzt kriegen sie nichts mehr geschissen. Drischen wir uns aus. So. Komm. Alter, lauf doch mal durch. Das kann doch alles nicht sein. Yeah. Vielleicht sollte ich zwischendurch auch mal einen auswechseln. Ich weiß nicht, ob die vielleicht einfach nicht mehr können. Brauchen sie auf jeden Fall mal einen gescheiten Konditionstrainer, die Jungs. Aber wenn sie nur eine Halbzeit spielen können, das ist immer nicht so ganz so günstig, glaube ich. Oh, schöne Flanke. Lass da rein. Das meinte ich eben. Entweder sie dreschen sie ein bisschen nur komplett ins andere Seiten aus oder sie kommen nicht mal bis zum 5er. So, gut. Bleibt's beim 4:0. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt fürs Erste. Wir nehmen gleich nochmal was auf. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.